Willkommen hier wieder zurück zu Game Boy Color für Nintendo Switch Online. Heute geht's weiter mit Alone in the Dark, The New Nightmare. In amerikanisch und in europäisch. Nein. Wir wollten das doch nicht. Nein. Na, ich spoiler. So. Der Horror sucht den Game Boy Color heim. Als Umsetzung der bahnbrechenden Gruselserie bietet dieses Spiel einige der unglaublichsten Grafiken, die jemals auf einem Game Boy Color zu bestaunen waren. In der Rolle von Edward Carnby, seines Zeichens übersinnlicher Detektiv, ist es deine Mission, einen geheimnisvollen Mordfall auf Shadow Island zu lösen. Im Laufe der Handlung findest du heraus, dass dieser Fall alles andere als gewöhnlich ist. Dunkle Mächte sind am Werk und du musst darauf gefasst sein, es mit einigen unheilvollen Wesen aus anderen Dimensionen zu tun zu bekommen. Getreu seinen Wurzeln bietet Alone in the Dark feststehende Hintergründe, die nicht scrollen. Dein Charakter geht im Bild umher. Erreicht er den Rand eines Bildes, wird das angrenzende Bild geladen. Denk daran, stets alle Winkel eines Bildes grundsätzlich abzusuchen, um zusätzliche Munition und versteckte Gegenstände zu finden. Immer wieder wirst du nämlich von unfreundlichen Zeitgenossen angegriffen. Spooky. So, jetzt können wir rein. Infogrames Pocket Studios presents Alone in the Dark, The New Nightmare. Die hat's auf Deutsch, seht ihr? Neues Spiel. Dring. Port Carnaby, guten Tag. Mr. Carnaby? Mein Name ist Aline Cedrak. Ich bin Archäologin. Es geht um Ihren Partner, Charles Fiske. Fiske? Was steht da? Also arbeitet Charles an einem Fall für Sie, Miss Cedrak? Ja, das... Gut, das hat er... Also Charles ist tot, Mr. Carnaby. Man hat ihn ermordet. Oh mein Gott, nein. Wie, was ist passiert? Er hat auf Shadow Island eine gestohlene Statue gesucht und ist nicht zurückgekehrt. Aline, wie komme ich nach Shadow Island? Ich muss herausbekommen, wer ihn umgebracht hat. Mit meinem Wasserflugzeug sind Sie in wenigen Stunden dort. Haben Sie jemals von den... Kani-Indianern gehört, Mr. Carnaby? Nein? Ich glaube nicht. Ich beschäftige mich seit Jahren mit den Geheimnissen dieses vergessenen Volkes. Das kann man echt sauschwer lesen, ne? Diese Schrift hier. Die Abkani benutzten die gestohlenen Statue für mystische Riten. Für sie besaß die Statue große Macht. Ich glaube, sie hatten recht. Es gibt noch jemanden, der an dieser Macht glaubt. Und dieser jemand heißt? Morton. Alan Morton. Der medienscheue Multimillionär, der Charles Fiske hat umbringen lassen. Sind Sie ganz sicher, dass Morton dahinter steckt? Ich weiß es. Ich werde die Statue finden. Hoffentlich versucht Morton mich abzufangen. Dann brauche ich ihn nicht aufzuspüren. Wenn ich die Macht der Statue richtig einschätze, befinden wir uns in Lebensgefahr. Bleiben Sie besser beim Flugzeug. Es kann sein, dass wir die Insel überstürzt verlassen müssen. Ich werde die Abkani-Tafeln, die bei der Statue gefunden wurden, übersetzen. Wenn ich etwas in Erfahrung bringe, funke ich sie mit dem Walkie-Talkie an. Carnaby, hören Sie mich? Ich wollte nur sicher gehen, dass das Walkie-Talkie funktioniert. Wenn das Walkie-Talkie-Symbol im Bild aufleuchtet, sollten Sie Ihren Inventar aufrufen, das Walkie-Talkie wählen und es benutzen. So halten Sie Verbindung zu mir. Ist gut, ich werde es mir merken. Melden Sie sich, wenn die Abkani-Tafel etwas Interessantes ergeben. Okay. Guckt euch mal diese Grafik an. Mag hier geschehen sein. Da liegt etwas auf dem Boden. Geh zum Objekt und drücke B, um es aufzuheben.
ich meine, man darf jetzt nicht vergessen, auf dem Gameboy sah das alles noch wahrscheinlich viel besser aus, aber es ist echt schon krass, was wir hier jetzt sehen, ne? Da liegt eine Schnellladevorrichtung mit Revolverkugeln. Hier hat jemand beim Nachladen verloren. Stille? Nanu, was zum Teufel war das? Sah ja übel aus. Ich mache mich lieber auf einiges gefasst. Da kann ich lang. Erkennt das mal. Wow. Das. Nur was zum Teufel war das? Achso, okay. Jetzt geht's wieder in die Variante. Sollte aufpassen, wie ich da schieße, ne? So komisch aus. Eine Schnellladevorrichtung mit Revolverkugeln. Also gehen wir mal nach Norden. Schön. Man denkt, man geht weiter nach oben. Nee, es wird die Ansicht gedreht. Das ist also Alan Mortons Villa. Hier regt sich absolut nichts. Sekunde, ich muss mal ganz kurz zurückspulen. Am besten ich versuche, durch diese Tür in Mortons Villa zu gelangen. Du kannst viele Dinge in deiner Umgebung anschauen, indem du dich dorthin begibst und B-Knopf drückst. Der Villeneingang ist verschlossen. Das Schloss sieht stabil aus. Aber das Türholz wirkt mürbe und verrottet. Kann ich aber aktuell nichts machen. Ein rostiger Eisenschlüssel, der offenbar schon lange hier liegt. Wähle einen Gegenstand, den du benutzen möchtest, aus dem Inventar. Geh dann zur Stelle, an der du ihn einsetzen willst und drücke den A-Knopf. Hat das Spiel einen Laden? Nein, das ist nicht das Inventar. Das Inventar ist auf Select, ne? Genau. Hier steht aber Inventory, ne? Statt Inventar. Ein alter Plan von Shadow Island, da ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist zu groß für das Schloss. Ich muss die Tür auf andere Weise öffnen. Was habe ich noch? Grünes Fläschchen. Feuerzeug. Geh mal hinten rum. Ist ja auch kein Ding. Scheint niemand da zu sein. Da war aber jemand. Da war jemand. Ich habe genau jemanden gesehen. Ein geräumiger Vorratsschuppen. Die Tür ist mit einem großen Schloss gesichert. Na dann, nehmen wir uns doch mal das Schlüsselchen. Im Schrank liegen ein altes Paar Gartenhandschuhe und eine Brechstange. Hey, mit der Brechstange kann ich wahrscheinlich das Haus aufmachen. Wetten. Wo ist die Brechstange? Du stemmst den Villeneingang mit der Brechstange auf. Diese Spannung. Walkie-talkie mal wieder in Hand nehmen. Na, komm. Häng fest. Eine Schnellladevorrichtung haben wir jetzt verstanden. Habe ich jetzt schon zigtausende.
Nur was zum Teufel war das? Sah ja übel aus. Ich mache mich lieber auf einiges gefasst. Yay, jetzt Kiff im Gebäude. Ach komm, wollte ich gerade noch sammeln. Da kann ich nirgendwo lang. Die Tür ist abgeschlossen und zu stabil für die Brechstange. Ich muss den passenden Schlüssel suchen. Ich hätte dafür jetzt gleich die Brechstange genommen, aber ist in Ordnung. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Whisky? Carnby? Carnby, mein Freund, bist du das? Habe ich deine Gegenwart auf dieser furchtbaren Insel gespürt? Whisky? Kann es sein? Whisky, bist du es wirklich? Ja, mein Freund. Ich bin da. Ich würde dir gerne helfen, aber mir fehlt die Kraft. Ich habe dir viel zu sagen. Such mein Amulett. Es hilft mir, mich zu sammeln. Dann kann ich länger bleiben. Such es für mich. Carnby. Okay. Strange. Wir gehen die Treppe hoch und sind jetzt hier oben und hier können wir erstmal noch nichts machen. Nein, nein, nein. Da lang. Okay, also. Wenn ihr Fans von Horrorspielen seid und Bock darauf habt, eine Packung Gewehrpatronen, schön. Dann könnte es sein, dass das Spiel vielleicht was für euch ist, vielleicht aber auch nicht, weil ihr sagt, diese Grafik, oh mein Gott. Ihr dürft es nicht vergessen, das ist Game Boy Color, also wirklich uralt, aber trotz alledem, zu dem damaligen Zeitpunkt war es wahrscheinlich, wow. Diese Grafik auf so einem kleinen Gerät, heute guckt man sich Handys an und, ne? Ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht. Eure Kommentare zu dem Spiel und allgemein zu den Gameboy-Titeln gerne ab in die Kommentare. Und ich sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.